Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opelmi, herzlich willkommen zurück bei Project Zombie. Ja, wir sind hier ins Haus und ja, jetzt müssen wir aber erst gucken, wie es hier aussieht. Hier unten sieht es noch ganz gut aus, aber ich möchte jetzt trotzdem erst einmal nach oben, weil wir haben Essen und alles haben wir. Direkt die Bandage entfernen, das machen wir dann auch mal eben. Gekratzt, das desinfizieren wir nochmal. Und dann legen wir nochmal ein Stofffetzen an. Ah, wir haben auch richtige Bandagen. Wir haben, ich glaube, mehr Bandagen, als wir überleben können. Ich sollte schleichen. Weil dieses Haus, wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, dieses Haus ist nicht unbeobachtet. Da war nämlich einer drin. Büroklammer, Handfunkgerät, das ist ja super. Oh, Taschenlampe, die nehmen wir nochmal. Dann machen wir schön Licht, können wir schön Licht machen nachts, damit die Zombies genau wissen, wo wir sind. Das ist sehr klug. Sehr, sehr klug, Opa. Oh, machen wir hier zu. Besser ist es. Ach, komm schon. So. Vorhänge zuziehen. Jawohl. Wecker? Oh ja, Wecker können wir gebrauchen. Aber erst gucken, ob der auch aus ist. Aus. Ich hatte nämlich schon einen, der an war. Auch da könnte man sich noch leicht dran erinnern. Also ich jedenfalls. Was ist das denn? Ein Schaf? Ein Schal? Guck mal, ich kann den anziehen. Dann bin ich ein Fan von irgendeiner Mannschaft. Oder so. Oh, hier zumachen, zumachen, zumachen. Zumachen, zuziehen, zuziehen. Ach, guck mal hier. Pistole. Auch das können wir ja mal mitnehmen. Aber ob das die richtige Munition ist, weiß ich nicht. Normalerweise haben die ja immer hier die richtige Munition, ne? Was ist denn hier los? Recht schwer beladen, oh. Geringe Schmerzen, keine Schmerzen mehr, aber immer noch schwer beladen. Allerdings, was ist denn hier so schwer? Die Desinfektionsmittel, ne. Die Taschenlampe. Taschenlampe? Schon besser. Und das Desinfektionszeug packe ich auch mal hier rein. So, die Erbsen essen wir. Die sind lecker, auch wenn die langweilig sind. Erbsen sind super langweilig, wenn man die isst. Ja, wir sind satt. Oh, und wir sind müde. Ne, gar nicht. Aber wir könnten müde sein. So, wir gucken nochmal. Und dann gehen wir hier schlafen. Naja, vielleicht. Na, komm schon. Ach ja, das ist ja die Cynthia Jones, ist ja eine Ärztin, ne? Genau. Quietschhähnchen, Schlaftabletten. Aber ich glaube, Schlaftabletten haben wir jede Menge. So. Ach, Seife. Wie geil. Da ist ein Badetuch, aber das ist schwer. Ne, das ist gar nicht so schwer, aber nee. Man muss auch mal nass rumlaufen können. Das ist der Drang zur Freiheit. Einfach mal nass rumlaufen. Gell? Von mir. Mach zu. Tut ziehen. Oh, was haben wir hier noch? Oh, Perlenkette. Juhu. Das ist sehr schön. Oh, komm, wir bleiben hier drin. Können wir hier schlafen? Willst du jetzt schlafen? Na klar will ich schlafen, mir geht's doch Bombe. Ich kann mich noch erinnern, da konnte ich vor Schmerzen kaum ein Auge zumachen. Guck mal, jetzt ist morgens 2, 3, uns geht's super. Wenn jetzt nicht gerade ein Zombie in der Tür steht, geht's uns richtig gut. Oh, wir essen die Banane. Auspacken? Echt? Kann man die nicht einfach essen? Muss man die vorher auspacken? Genau, gesundes Frühstücken. Apfel.
Aber den essen wir. So. Dann haben wir noch Antibiotika, können wir auch noch nehmen. Antidepressiva können wir noch nehmen. Ah, wir haben da noch gute Möglichkeiten. So, ja, das Haus ist eigentlich durch. Gell? Wir müssten eigentlich mal, wie gesagt, ich brauche einfach bessere Kenntnisse. Ich muss einfach mal ein paar Runden ohne oder mit wenig Zombies oder ohne Zombies spielen, weil ich muss einfach Ortskenntnisse kriegen. Und die kriegt man nur, wenn man hier durchläuft. Wenn man immer auf Zombies achten muss, kriegt man keine Ortskenntnis. Wo soll die herkommen? Da bist du froh, dass du lebst. Dass du nicht gefressen wirst. Ist doch so. Da muss man wirklich mal... Oh, da steht eine vor der Tür. Ja. Wow, kannst ruhig reinkommen. Ich warte, ich mache hier hinten auf. Oh, guck mal, ist Nacht. Ist vielleicht keine so gute Idee, morgens um 4 hier lang zu huschen. Aber wir gehen ja nur eine Gerade. Schmeiß nicht die Schachspielfiguren um. Mach zu die Tür. Danke. So, was haben wir hier? Draht, Metallplatten, Schachtel mit Nägel, Schweißstäbe in so einer Dose, das kennt heute gar keiner mehr. Heute ist das alles von der Rolle. Wer kennt das noch? Habe ich die direkt in die Dings gepackt? Das ist ja sehr klug von mir. Hier sind noch mehr kleine Metallplatten, Autobatterie. Typ Sport und ein Sack. Ach, man kann auch einen Sack mitnehmen. Interessant. Mach weg. Oh, das ist aber dunkel hier. Eigentlich ist das nichts hier rumzuschleichen. Und hier ist auch nichts. Wenn, dann müssen wir darüber. Da sind noch Häuser mit Autos. Nicht nach rechts, nach links muss er. Sag ich doch. Macht das doch nicht an hier. Ist hier was? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Dreh dich um. Dann kannst du da rein. Toll. Oder auch nicht. Und? Luftpumpe. Eine Luftpumpe. Wie schön. Oh, ich kann da direkt reingucken. Wie schön. Oh, wie schön. Keine kaputten Fenster, oder? Sieht nicht so aus. Eieieiei. Der Fernseher ist an. Das ist genau dasselbe Haus wie drüben. Und auf einmal stand der Zombie da, der war nämlich im Klo. Der musste zur Toilette und dann ist er da reingegangen. So. Das haben wir schon mal. Ja, also wie gesagt, es würde mich mal interessieren, ihr könntet gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mal wirklich so ein, zwei Folgen oder 10 machen soll, ohne Zombies. Dass ich einfach nur mal rumlaufe und mir mal ein bisschen einpräge, wie die Städte so aussehen. Weil natürlich, ich weiß ja, man braucht eine Basis und so ein Haus wie 2 Etagen, wo man hier unten alles zunagelt und Bretter, dass sie nicht rein können. Und wo man dann mit so einem Lakenseil sich praktisch abseilt, das macht Sinn, ne? Und das ist der nächste Schritt eigentlich, ne, den man gehen muss. Aber das macht nur dann Sinn, wenn man das Haus auch wiederfindet. Was nutzt es denn, wenn ich mir eine Basis anfange und ich gehe Bretter sammeln und habe mir ein Haus ausgesucht, ja, und finde das Haus nie wieder. Das bringt überhaupt nichts. Wenn ich das mal so sagen darf, Erste-Hilfe-Kasten. Ich habe so viel. Ich glaube, da sind auch nochmal Tupfer und so ein Zeug drin, ne?
kann man den denn? Kann man da nicht einfach mal reingucken? Desinfektionsmittel, das nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Mach doch mal hier. Nee, da. Was? Was denn hier? Ach so. Hä? Was war das denn jetzt? Da verstehe ich nicht. Nee, nicht so. So nehmen. Ach komm, sei doch nicht doof. Also ich habe ihn genommen, ne? Da ist er. Irgendwie habe ich das ganze Zeug hier drüber gelegt. Meine Wasserflasche auch. Und meine Seife. Und mein Desinfektionsmittel. Und mein Hammer. Den ich mir ja hier wunderbar ausgerüstet hatte. So. Ich würde da gerne reingucken, wenn es geht. Die Tasche um den lege im Behälter. Bevorzugen, primär ausrüsten. Wenn ich das ausrüste, kann ich da bestimmt reingucken. Da, sag ich doch. Pinzette haben wir. Pflaster, das ist nämlich die chirurgische Nadel. Das ist alles, ja, super. Und da ist auch noch Platz drin. Da ist auch noch Platz drin. Und hier die Antibiotika könnte ich zum Beispiel da noch reintun. Und die Alkoholtupfer könnte ich da noch reintun. Und die könnte ich da auch noch reintun. Und die Bandagen auch. Das ist super. Die Beta-Blocker. Mal, wie viel passt denn da so rein? Keine Beta-Blocker mehr? Doch. Und noch mehr Desinfektionsmittel. Nee. Money? Was soll denn damit? Schachtel mit Nägeln, Schlaftabletten hier, da. Tu die da auch noch rein. Und Schmerzpillen. Jawohl. Die Taschenlampe wollte ich wegschmeißen. Die brauchen wir nicht wirklich. Die ist schwer. Die ist einfach schwer. So. Buch, Golfschläger, Skalpelle 2. Eigentlich braucht man ja nur eins. Okay. So, bin mal gespannt, ob ich das alles hier richtig hinkriege. Aber da komme ich gar mal nicht mehr so einfach so dran, ne? Schachtel mit Nägel, Pflaster, hier, tu die da rein. Die werden hier wohl da rein. Ach komm. Ein Pflaster hat da noch reingepasst. Super. Ja, und jetzt? Und jetzt? Wenn ich jetzt den Baseballschläger ausrüste, dann habe ich den Behälter da. Und dann kann ich den jetzt da reintun? Ja. Ja. Da ist er drin. Aber da jetzt dran zu kommen, wird schwierig, oder? Und holt er sich da... Und der mir jetzt... Wieso? Ach, ist egal. Lass es einfach, wie es ist. Lass es doch, wie es ist. Mach nicht noch mehr Hickmick hier. Mein Gott. Taschenlampe brauchen wir nicht mehr. Was soll ich mit einer Taschenlampe? Ein Quietscherhähnchen brauche ich auch nicht. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ich wollte doch noch irgendwas erzählt gehabt haben. Ach so, ja. Also, was nutzt es, wenn ich dann losrenne, Holz sammeln gehe, um alles dicht zu machen und mir eine Festung zu bauen, wo ich immer wieder rein kann, die sicher ist. Wobei so ein Haus, glaube ich, nicht wirklich sicher ist. Man muss irgendwas Besseres finden. Oder es muss halt ein ziemlich großes Haus sein.
ich höre doch Trommeln, Kloppen. Oder ist er die Musik? Die Musik macht einen ganz schnell fertig an solchen Stellen. Nicht, dass da gleich unten welche sind. Ich guck doch hier schon raus, oder nicht? Was machst denn du da? Ach so, du gehst 10 Meter weg. Weil dann kann man das besser machen. Ah ja, verstehe. So. Also ich höre hier ganz klar Getrommel, Geklopfe. Und so. Da haben wir hier noch. Ein Sandsack, ja, den wollte ich auf jeden Fall immer mal haben. So ein richtig schöner Sandsack. Wie oft habe ich schon zu meiner Frau gesagt, mein Gott, wie gern hätte ich einen Sandsack. Und dann sagt die, du wolltest doch Boxen auf deine alten Tage. Ich sage, nee, nee, nur so. Für zum Innenschrank legen. So, kann man jetzt was sehen hier raus? Also ich sehe nicht viel. Oh Mann, ich traue mich kaum runter. Doch, sieht doch ganz gut aus. Ich weiß zwar nicht, was da für Hinführung getrommelt war. Ich sehe nichts. Schleich mal zur Tür. Geht doch. Was war denn das vorhin für ein Getrommel? Was ich hier gehört habe. Da war bestimmt bei der in der Musik mit drin. Um den Opa ein bisschen bekloppt zu machen. Das hat ja gut geklappt. Oh, ein Haus mit Blendläden. Echt jetzt? Guck mal. Bauen, Wände, Treppen, Möbel, was? Fenster einschlagen, Fenster öffnen, aber ich kann das von hier aus nicht zumachen. Ja, ich weiß, dass ich dafür eh nehmen kann. Dösbattel, oh, was war denn da los? Da waren doch gerade welche. Ich hab doch welche gesehen, aber hier sind keine Scheiben kaputt, also von daher. Und da haben wir noch so ein Gerätehäuschen, da könnte man auch noch gucken. Ja, wenn ich jetzt, weißt du, wenn ich jetzt... Hunger, ja, du hast Probleme. Hunger. Hunger war ihr größtes Problem. Bis der Zombie kam. Und danach hatte sie ganz andere Probleme. Ich muss mich hinstellen. Wenn ich stehe, kann ich besser kämpfen. Wenn ich so schleiche und dann kämpfen will, das ist nicht so toll. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt 7 Days spielen würden, würde ich sagen, ich gehe da oben und hack die Treppe kaputt. Dann ist man sicher. Aber das geht hier nicht. Glaube ich. Glaube ich jedenfalls. Komm, lass uns ein paar Desinfektionsmittel essen. Und haben wir ihn hier noch. Ah, frisches Eiscreme. Das essen wir jetzt. Das wird uns schmecken. Erdbeereis. Und dazu essen wir noch eine Stange Lauch. Wahrscheinlich. Na komm hier. Du bist so voll zum Essen. Na toll. Du bist zu leise, die Tür zuzumachen. Hier, befülle Wasserflasche. Genau. Dann machen wir auch. So. Ja. Ja, also wie gesagt, ne? Ihr seht schon, ne? Das ist, hier sind wir am Limit. Wir haben Essen, einiges. Wir haben jede Menge Desinfektionsmittel und hast du nicht gesehen? Wir haben sogar eine Pistole. Wir haben Munition für die Pistole. Wir haben Erste-Hilfe-Koffer. Wir haben jede Menge Klamotten.
Ja gut, das ist jetzt, das Shirt ist schon wieder ein bisschen dreckig, der Gürtel auch, das auch. Wofür der gut ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht der Defensive, das ist schon mal gut. Sneakers, die müssen wir auf jeden Fall mal austauschen. Also wir müssen mal langsam ein bisschen Klamotten besorgen. Das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall machen müssen. Dann machen wir das mal hier oben. Dann muss man eben kurz hier rausstiefeln. Und dann lassen wir eben hier gucken. Da ist eine Tür auf. Hier sind alle Türen auf. Da geht mir dazu denken, nö. Nö, nö. Guck mal, Waldtech. Hier, mach zu. Du ziehen. Das machst du sehr gut. Hier ist nichts drin. Natürlich nicht. Warum auch? Wir können die natürlich auch waschen, die Klamotten. Aber immer noch ein Pflaster, Beta-Blocker. Langsam haben wir echt so viel von dem Kram. Wenn wir jetzt ein richtiges Haus hätten, würde ich sagen, nehme ich alles mit. Natürlich, lagere ich ein. Keine Frage. Aber hier zum Mitnehmen, reicht allemal, was wir haben. Oh, schönes Bild. Mach zu. So, was haben wir hier noch? Socken. Ja, machen wir mal. Auf jeden Fall haben wir schon mal neue Socken an. Guck mal, neuer Gürtel. Und noch ganz viele neue Socken. So. Hier zumachen. So, was haben wir hier noch? Stift, hier haben wir einen Wecker. Einen Wecker haben wir schon. Okay, so, dann lass uns mal hier, was wir hier über haben, wegwerfen. Nämlich das und die Stinkesocken. Die waren rosa. Wer will denn rosa Socken? Frau Ärztin. Ja, das ist natürlich ganz toll, ne? Dann hast du so einen Sack und dann hast du ein Haus, eine Festung, wo du dich zurückziehen kannst und dann gehst du auf Tour. Besorgst Klamotten und so. Ich denke mal, das ist Sinn und Zweck des Spiels, ne? Nur hier rumirren von einem Haus zum anderen kann nicht das Spiel sein. Aber, ja. Aber dafür muss man Ortskenntnisse haben. Och, guck mal, naja, du kannst doch wohl nicht. Du hast mich doch nicht sofort gesehen, oder? Kollege. Da sollten wir uns aber mal hinhocken und mal die Tür aufmachen. Und mal rausgehen. Wir hätten gar nicht rausgehen sollen. Die Folge hat schon 22 Minuten. Da, jetzt höre ich sie trommeln. Vielleicht kommen wir ja hier noch rein. Ach, immer wenn ich mich verabschieden will, stehen plötzlich ein paar Zombies vor mir. So, wir gehen in die Laube. Ja, ihr Lieben. Also wie gesagt, ich weiß nicht, habe ich hier diesmal gesagt oder letztes Mal schon? Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gerne mal wirklich ein paar Folgen mit wenig spielen, also mit keine. Was bei dir keine ist, ist ja immer noch ein paar Zombies oder none. Also wirklich ganz ohne. Nur um einfach mal die Gegend abzulaufen und zu sehen, wo könnte man denn was bauen und oder ist euch das zu langweilig, möchtet ihr das nicht im Let's Play haben, dann mache ich das halt einfach so, privat einfach mal. Und gucke mich mal ein bisschen um und lasse die Let's Plays dann eben so, wie sie sind, jetzt mit den wenigen Zombies. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Opa Elmi. Tschüss.